beide Sachen zusammen als eine Erinnerung. Und damit ist, ach ja, genau, das muss ich mit einem Sprung machen. Das ist auch nett. So, nochmal. Und dann mit einem Sprung die Erinnerung aktivieren. Ja, genau. Damit ist die wieder weg und diese muss aktiviert werden, damit wir hier weiterkommen. Und da sind schon wieder ein paar Gegner. Oh nein. Ist ja auch nichts Neues. So, Wumms. Erstmal ihn hier wieder loswerden. Ihr könnt mir gar nichts, ihr verdammten kleinen Skarabäus-Viecher. So. Was ist das für ein Ort? Die Stadt Rekhem. Sie war die Heimat der Marit, dem größten Stamm der Djinn. Ihr werdet etwas von ihrem Glanz sehen. Hinter der Wand ist der Tempel. Ich erwarte euch dort. Ja, da müssen wir hin zum Tempel. Da erwartet uns nämlich ein neues Schwert. Nein, aktivieren. Und mit dem Schwert könnten wir Ratasch besiegen. Ja, genau, hier müssen wir lang. Djinn-Stämme. Bevor die Armee kam, war das unsere größte Stadt. Was ist hier geschehen? Als König Salomon sein Reich gründete, verbündete er sich mit den vier Djinn-Stämmen. Alle zusammen erschufen wir Städte, wie sie noch nie zuvor gesehen wurden. Mein Volk, die Marit, bewegte Flüsse, baute Aquädukte. Wir ließen das Wasser fließen, belebten so die Wüste. Doch einigen von uns missfiel die Eintracht von Menschen und Djinn. Und der lauteste war Ratasch. Er hasste König Salomon und schwor, sein Reich zu zerstören. Ratasch verknüpfte seine Kräfte mit Wüstensand und Wind, um eine Armee zu schaffen. Es war fürchterlich. Eine Entweihung all dessen, was wir jemals geschaffen hatten. Als die Armee angriff, verbündeten sich König Salomon und die vier Stämme gegen sie. Es war ein Massaker. Die Armee wuchs noch während des Kampfes. Sie war endlos, wie die Wüste. Schließlich fanden wir einen Weg, die Armee im Siegel einzuschließen. Viele mussten sterben. Menschen wie Djinn. Wenige meiner Leute überlebten die Schlacht. Die meisten von ihnen verließen die Stadt, schworen, sich von der Armee fernzuhalten, obwohl sie verbannt waren. Und nun bin nur noch ich hier. Wieso seid ihr noch hier? Rekhem dient als Wasserspeicher für die Stadt über uns. Ich schwor König Salomon, dass ich sein Wasser bewachen würde, denn sonst ginge sein Reich zugrunde. Ich gewahrte nicht, dass ich so lange hier war. Ich sagte doch, dass die Zeit für einen Djinn anders abläuft. Erst als die Armee entfesselt war, erkannte ich, wie viel tatsächlich vergangen war. Tazia! Tazia! Oh, oh, oh. Netter Gegner. Nun, Razia verschwindet mal ebenso. Sie ist für den Kampf eindeutig nicht gedacht. Aber ich schon. Viel Spaß, mein Freund. Kannst noch so ein dickes Schwert haben. Ist jetzt eigentlich dasselbe Kampfstil wie der von Ratasch. Also nichts Neues, nichts Ungewöhnliches, außer er macht das und damit bin ich tot. Aber ich kann ja noch einmal zurückspulen.
Diesmal renne ich weg davor. Ums. Und au. Nee. Ah. Okay, jetzt muss ich doch sterben. Und ich sehe, ich habe einen Fähigkeitenpunkt. Warum, wieso, weshalb ich ihn auch noch nicht genutzt habe, ich weiß es noch nicht. Gut, ich würde sagen, wir nehmen Energieslot. Okay, Änderungen anwenden. Wow. Ruhig, mein Kleiner. Nocken wir ihn erstmal aus, damit wir in Ruhe angreifen können. So, und dann immer schön starke Angriffe ausführen. Das zieht ihn am meisten was ab. Bums. Au. Nein, gar nicht erst auf die Idee. Ah, der trifft mich viel zu oft. Nix da. So, am besten jetzt gucken, auf ihn zu kommen. Genau. Bums, damit hätten wir ihn erledigt. Und die ganzen kleinen Kreaturen hier, die aber auch kein Problem für uns sein sollen. Was noch? Du bist auch kein Problem und als allerletztes kommst dann du. So, und noch einmal. So, dann hätten wir den auch. Und Razia ist wieder da. Wir sollten weitergehen, bevor Schlimmeres geschieht. Ja, würde ich auch sagen. So, sie macht uns einen weiteren Weg auf. So, aber ich muss jetzt ganz kurz eine Zigarette fertig machen. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht. Nur hin und wieder muss ich mir halt eine rauchen, auch wenn das mit so einem Let's Play echt nervig ist. Wo man dann halt etwas länger warten muss. In manchen anderen Spielen, da kann man das machen, wie zum Beispiel in The Walking Dead. Ist man sowieso nur auf Cutscenes angewiesen. Da spielt man ja recht selten. Die vier Djinn-Könige. Naja gut, weiter geht's. Gar nicht erst lange überlegen, direkt weitermachen. So, dann hier. Hier haben wir jetzt das Glück, dass wir das noch nicht so explizit machen müssen mit den immer wieder ganz schnell Alt drücken, damit wir weiterkommen. Nicht so wie hier. Na gut, hier ist es jetzt auch nicht. Ach, verdammt. Ich weiß nicht, warum der Prinz das jetzt gemacht hat. So, weiter. Achso, hier, jetzt geht's hier entlang. So, ja, hier dürfen wir das jetzt zum Beispiel machen. So mitten im Sprung dann mal Alt drücken. Also gut. Sind beide miteinander verknüpft noch, da haben wir nochmal Glück gehabt. Achso, da hinten an die Steinmauer dran. Und dann hier hoch. Oder? Nein. Doch, war richtig. Okay. Ich muss selbst erstmal gucken, dass ich den richtigen Weg nehme. Bis mal hier ein bisschen weiter runter. So, und jetzt machen wir erstmal den Weg, weil hier ist netterweise nämlich ein Sarkophag, den ich dann doch gerne mitnehmen möchte. So. Ein bisschen Leben noch mitnehmen, da haben wir bestimmt hier noch ein bisschen in den Uhren für uns drin. Ja, jetzt den ganzen Weg zurück. Prinz, ja, genau. Ja, läuft doch ganz gut, Mensch. Hätte ich mir das etwas komplizierter vorgestellt, dass wir da später noch mit Wasser arbeiten müssen und so.
wo ich aber sicher sein könnte, dass das auf jeden Fall noch kommen wird. Aber auch kommen, glaube ich, erst etwas später. So, von da hinten, glaube ich, kommen wir. Oder müssen wir da hin? Nee, da kommen wir her. So. Das heißt, wir müssen jetzt hier entlang. Ja, genau, hier hoch müssen wir. Und dann können wir hier den Schalter betätigen für die Tür. So. Jetzt müssen wir ja nur ein paar Fallen umgehen. Was ja für uns bekanntlichermaßen eigentlich kein Problem sein sollte, wenn ich nicht gerade wieder irgendwelche Fehler mache. Ui, Fairy the Forest Girl spielt gerade Team Fortress 2. Übrigens auch ein Let's Player. Schöne Grüße an ihn. Ich habe nur dummerweise vergessen, wie er jetzt heißt. Ich glaube, der hat sogar aufgehört mit dem Let's Playen. Ich glaube, ja. So, jetzt ganz schnell hier hoch. Ah, Fledermäuse. Fledermäuse! Ja, sehr schön. Erstmal eine rauchen. Und dann geht's hier hoch. Und so weit ist das gar nicht mehr. Das Spiel ist schon bald zu Ende. Mensch, das ist ja echt schnell diesmal. Das ist nicht mehr allzu lang wie die anderen Teile. Da, wo man wirklich lange gespielt hat dran. Jetzt sind wir schon am Thron. Damit hätte ich ja jetzt gar nicht mal gerechnet. Wir müssen da hinten hin. Und wir kommen am besten hier rüber. Der Thronsaal von Rekem. Die Staatskunst habe ich hier stundenlang gelernt. Das ist so lange her. An den meisten Tagen im Thronsaal wollte ich mich wegstehlen. Malik war der Vernünftige. Wie erkläre ich unserem Vater, was hier geschehen ist? Ihr müsst die Wahrheit sagen. Ratosh tötete Malik und versuchte, das Reich zu zerstören. Ihr habt es gerettet. Gehen wir weiter. Ja. Hier drunter gibt es einen Durchgang. Er war einst als Fluchtweg gedacht. Ihr müsst ihn durchgelangen. Vorsicht, er ist gegen Eindringlinge gesichert. Vielleicht sind die Fallen noch aktiv. Immerhin diesmal eine Warnung. Durchaus. So. Und da kommen Gegner. Ich wollte gerade einen Zug machen.